So, nachdem wir jetzt die Bodenplatte gemacht haben, machen wir mit den Geschossdecken weiter. Ich möchte quasi jetzt hier mit der Erdgeschoss Bodenplatte, wenn man so will, oder mit der Kellergeschossdecke anfangen. Jetzt muss man sich überlegen, die Kellergeschossdecke liegt im Prinzip auf dem Kellerwänden auf. Deswegen ist es wichtig, dass man sich die Kellerwände einblendet. Nun habe ich allerdings das Problem, wenn ich jetzt hier umschalten würde, ich mache das hier mal, ich gehe mal ins Kellergeschoss, dass ich hier meint, dass meine Schnitthöhe quasi hier die Decke gar nicht sichtbar machen lässt. Ja, ich habe ungefähr eine Schnitthöhe von 1,50 m. Man sieht es vielleicht auch hier im Schnitt ein bisschen besser. Ungefähr hier ist meine Schnitthöhe und normalerweise würde ich diese Kellergeschossdecke gar nicht sehen. Und wenn ich jetzt allerdings hier im Erdgeschoss das machen würde, dann würde ich die Kellerwände nicht sehen, wo die Geschossdecke eigentlich aufliegt. Jetzt gut, das könnte man argumentieren, naja gut, die Kellerwände sind ja bei dem Fall ziemlich stark an den Erdgeschosswänden ausgerichtet und das ist auch richtig, deswegen könnte ich theoretisch auch mich an den Erdgeschosswänden orientieren. Für den Fall, dass mal die Erdgeschosswände und Kellergeschosswände nicht aneinander ausgerichtet sind, würde ich dann eine andere Vorgehensweise empfehlen, nämlich den sogenannten Deckenplan. Den finden Sie hier. Hier finden Sie die Deckenpläne. Das heißt, wenn ich jetzt einen Deckenplan nehmen würde von meinem Kellergeschoss, dann könnte ich im Prinzip dort alles quasi montieren oder konstruieren, was sich dann oberhalb meiner Schnittebene befindet. Ja, zum Beispiel irgendwelche Deckenelemente, Unterzüge, aber auch die Kellerdecke im Prinzip. Also hier mein Deckenplan rein, geht jetzt hier aufs Kellergeschoss Deckenplan und hier sehe ich jetzt quasi meine Kellerdecke und auch hier die Kellerwände. Ja, da kenne ich an der Schraffur, deswegen habe ich geguckt, wie ich jetzt die Erdgeschosswände sehe. Und alles quasi als eine Art Deckenspiegel. Ja, und jetzt kann ich hier meine Geschossdecke konstruieren. Gehe also jetzt hier auf Geschossdecke. Ist in dem Fall eine tragende. Und muss jetzt hier noch das unter Eigenschaften das Material wählen. Geschossdecke, Stahlbeton 25 ist okay. Ich schaue mir das nur mal schnell an. Hier von der Darstellung her passt. Können wir es mal so lassen. So, und die Dicke 25 ist auch mal okay. So, dann jetzt habe ich das gewählt. Jetzt gehe ich hier auf Wand auswählen. Wand erweitern bis Kern. Ja, das macht in dem Fall Sinn, weil das für mich ist. Gut, ich habe jetzt hier innen kein Inputs oder so. Deswegen ist es nicht ganz so wichtig. An dem manchmal sehe ich innen noch irgendwelche Wandschichten wie ein Putz oder so. Und würde Sie die Wand hier unten hier anklicken, da hätte ich das Problem, dass er dann quasi das Ganze ausgehend von dieser Innenschicht macht. Wenn ich jetzt aber sage, Wand in Kern erweitern, dann heißt es im Prinzip, ich klicke die Wand an, aber er orientiert sich im Prinzip am tragenden Kern. Und die Auflagertiefe ist ja im Prinzip ausgehend von der tragenden Schicht. Deswegen ich lege eine Auflagertiefe von 10 cm minus und klicke jetzt hier drauf und tue jetzt quasi hier meine Decke mit einer Auflagertiefe von 10 cm auf meine Wand rein projizieren. Wer den Film also angeschaut hat mit der Bodenplatte, der erkennt die Befehle im Prinzip wieder. Ich bin jetzt wieder in so einem Unterbefehl drin. Das heißt, man sieht das hier an dieser Symbolik und man merkt so daran, dass hier die Befehle ausgegraut sind. Das heißt, die müssen quasi hier, um weiterzukommen, ich wechsle wieder in die Registerkarte für den Befehl, müssen sie quasi eine geschlossene Polylinie zeichnen. Und deswegen ist das so ein Unterbefehl, also Sie können ja hier diverse 2D-Werkzeuge verwenden. Und erst wenn Sie eine geschlossene Polylinie haben, dann können Sie das hier verlassen. Oder wenn Sie es sich anders überlegt haben, dann können Sie das Ganze abbrechen. Und dann sind auch die anderen Befehle wieder verfügbar. Ja, aber solange Sie im Prinzip diesen Befehl nicht erfolgreich abgeschlossen haben oder abgebrochen haben, kommen Sie hier nicht raus, egal wie oft Sie Escape klicken oder hier drauf gehen. Das hat damit nichts zu tun in diesem Fall. Okay, machen wir weiter. Klicke hier weiter auf die Innenkante der Wand und zeichne jetzt hier meine Kellerdecke. Ja, die Spannrichtung ist in dem Fall durchaus interessant. Die tue ich noch eingeben. Also Spannrichtung, ich spanne quasi hier zu meinen tragenden Wänden hin. Also das ist hier meine Spannrichtung. Klicke also hier auf diese Seite. Da ist das hier quasi die Spannrichtung meiner Wand, eine Neigung habe ich nicht. Ja, wir könnten ja noch eine Neigung einstellen. Und wie gesagt, achten Sie darauf, dass Sie hier wirklich hier sauber das Ganze abgeschlossen haben.
wenn Sie diesen Befehl verwendet haben, ich verwendet habe, dann macht das normalerweise eh automatisch für den Fall, dass mal nicht funktioniert. Ich werde es ja nochmal kurz simulieren. Meinetwegen, ich habe das hier zu kurz gehalten und das hier zu lang. Dann können Sie das mit diesem Befehl bereinigen, stutzen und dehnen. Achten Sie nur darauf, Sie müssen auf die Seiten klicken, die Sie erhalten wollen. Ich möchte diese Seite erhalten und diese Seite und dann wird das Ganze gedehnt und gestutzt quasi in einem. Jetzt habe ich die Ecken bereinigt und verlasse jetzt diesen Befehl. Gehe auf OK. Jetzt fragt er mich, ob er ein Spannrichtungssymbol laden soll, falls ich meinetwegen das Ganze im Plan dann darstellen will mit der Spannrichtung und so weiter. Ich hatte ja gesagt, wir machen hier Entwurfspläne, da spielt das jetzt noch keine Rolle in den Plänen. Deswegen sage ich jetzt nein, ich brauche kein Spannsymbol. Jetzt meckert er noch rum, das sagt, die markierten Geschossdecken überlagern sich. Da habe ich noch einen Fehler gemacht. In den Einstellungen habe ich vergessen, noch die Ebene zuzuordnen. Das werde ich jetzt noch korrigieren müssen. Ich sage jetzt erstmal, ja, erstmal abbrechen. Und hier sieht man jetzt meine Geschossdecke, die liegt quasi jetzt hier unten, weil ich vergessen habe, die Ebene einzustellen. Das tue ich jetzt noch korrigieren, indem ich sie hier auswähle. Dann in die Eigenschaften gehe und hier bei Ebene muss ich natürlich sagen, die gehört zur Erdgeschossebene, zur EG Oberkante Rohdecke. Gehen wir auf Anwenden. Jetzt an der richtigen Position. Ja, das müssen Sie beachten, wenn Sie jetzt den Deckenplan verwenden, weil die Arbeitsebene von Deckenplan, das zeige ich ja nochmal. Gehen wir nochmal kurz rein in meinen Deckenplan. Das ist hier dieser. Und dann gehen wir auf Architektur und gehen hier auf Arbeitsebene festlegen. Oh, das momentan ist hier nichts, zeigt mir leider hier nicht an. Ja, aber normalerweise die Arbeitsebene vom Deckenplan, wenn ich jetzt hier auf Geschossdecke gehe, dann sieht man es auch hier, Geschossdecke tragend, wäre im Prinzip hier Oberkante Bodenplatte gewesen. Ja, dann automatisch die nächstbeste, normalerweise immer die Arbeitsebene oder die nächstbeste Ebene. So, beim Deckenplan ist natürlich die Frage, was die Arbeitsebene ist. Ja. Was ist mit Arbeitsebene gemeint? Moment, das mal kurz wieder rausgehen, den Befehl. Achso, wir sind im Befehl drin. Normalerweise ist ja so, wir haben die Grundrissebenen, wo Sie quasi von oben drauf schauen. Und beim Deckenplan sind normalerweise immer dann die Arbeitsebenen, die darunter liegende Grundrissebene. Also in dem Fall hier nochmal im Schnitt erläutert, wo ist er? Ja, das war unser Deckenplan und darunter liegende Grundrissebene ist dann die Hauptebene, ist dies hier, die blaue. Die Oberkante Bodenplatte. Ja, das heißt, beim Deckenplan Erdgeschoss wäre theoretisch die Arbeitsebene, die diese hier EG Oberkante Rohdecke, die blaue wieder hier. Auch beim Deckenplan. Ja, beim Grundrissplan sowieso. Ja, aber beim Deckenplan normalerweise auch. Ja, Sie schauen zwar nach hier oben, aber das wäre dann die Bezugsebene bzw. Arbeitsebene. Und das müssen Sie halt berücksichtigen. Ja, ich werde das nochmal richtig machen jetzt hier bei der Erdgeschossdecke. Nehme ich jetzt im Prinzip einen Deckenplan fürs Erdgeschoss und gehe wieder auf Geschossdecke tragend und wähle jetzt hier unter den Eigenschaften ist die richtige Ebene. Das ist jetzt EG Oberkante Rohdecke, ist es nicht, sondern OG Oberkante Rohdecke. Da soll die Geschossdecke drauf. Wähle wieder hier Wand auswählen, Versatz von 10 cm, Wand kann erweitern und klickt das wieder ab. Also Auflagetiefe 10 cm. Und wenn ich fertig bin, gehe ich auf OK. Ah, ich habe schon vergessen, Wand anzuklicken. Jetzt merkt er halt rum, weil hier eine Lücke ist, ist nicht geschlossen. Jetzt sage ich, könnte ich das Ganze jetzt abbrechen, so wie das. Oder ich gehe auf Fortfahren und korrigiere das Ganze. Gehe also nochmal hierher. Und jetzt gehe ich auf OK. Ich möchte. Jetzt fragt er mich im Prinzip, ob jetzt meine Wände bis zu dieser Geschossdecke quasi gestutzt werden sollen. Ja, er erkennt jetzt, dass meine Außenwände im Prinzip über die Geschossdecke drüber gehen. Jetzt zeige ich es nochmal im Schnitt. Und er fragt mich jetzt, ob ich das will oder ob ich meinetwegen automatisch jetzt die Wände da stutzen will. Will ich natürlich nicht, deswegen sage ich nein. Ich zeige nochmal im Schnitt, was er hier meint.
Geschossdecke, das Dach überlappt mit einer vorigen Wand mit den Wänden. Ja, so das Meckert, es sagt dann im Prinzip, dass sich das überlagert, ja, mit den Wänden. Sag ich, möchten Sie Geometrie verbinden und eine Wand ausschneiden? Und das sage ich aber ja, das kann er machen, ja, kann im Prinzip jetzt hier. Das sollen Sie aber nur machen, jetzt, dass das, jetzt tut er quasi aus den die Geschossdecke aus meinen Wänden rausschneiden. Macht quasi, das zeige ich dann später mal, macht dann quasi in meine Wände so eine Art Versatz rein in die Außenwände, wo die Geschossdecke aufliegt. Das finde ich ganz praktisch, aber das sollten Sie halt nur machen, wenn Sie sicher sind, dass Sie es nicht mehr ändern wollen oder so. Ja, aber in dem Fall sage ich ja, okay, das passt. Und jetzt zeige ich mal, was damit gemeint war. Wo war der Schnitt? Hier ist er. Hier. Ja, man sieht im Prinzip, dass hier die Außenwände über meine Geschossdecke drüber gehen. Und da, das hat er jetzt mokiert. Die erste Frage war, ob er das hier stützen soll. Da hätte er im Prinzip die Außenwände automatisch dann hier oben an der Geschossdecke enden lassen. Ja. Und die zweite Frage hat gesagt, okay, wenn du das nicht willst, soll ich jetzt diese Geschossdecke aus der Außenwand rausschneiden? Und das macht natürlich Sinn. Da habe ich gesagt, ja, okay, das sollst du machen. Ja. Und deswegen hat er mir jetzt hier quasi, wenn ich die mal ausblenden würde, jetzt die Geschossdecke, dann sieht man das. Die Außenwände, gehen wir hier auf Ausblenden, Element Ausblenden, hat jetzt hier quasi die eine Lücke reingeschnitten, ja, in meiner Außenwand für die Geschossdecke. So, was noch fehlt, ist, sind hier die sind die Balkone, ja, die kann man dann auch noch machen. Auch ich mache noch schnell jetzt hier oben das die Geschossdecke. Hier mache ich mal einen anderen Weg, damit Sie das auch noch mal gesehen haben. Ich könnte natürlich auch die Geschossdecke einfach hochkopieren und ändern. Mach das einfach mal. Ich tue die jetzt auswählen, gehe auf Kopieren und füge sie jetzt hier an ausgewählter Ebene ausgerichtet rein. Da möchte ich es nicht speichern und das wäre jetzt DG Oberkante Rohdecke. So. Jetzt macht der Atem allerdings, wenn ich das so mache, tut er mir das die Wände nicht ausschneiden. Und jetzt möchte ich das bearbeiten. Das passt natürlich jetzt nicht. Gehe also jetzt hier drauf. So. Gehe auf Begrenzung bearbeiten. Und jetzt fragt er mich, ja, das kann, die Begrenzung selber kann ich ja im Schnitt dieser Ansicht gar nicht bearbeiten. Jetzt will er wissen, in welcher Grundrissansicht ich das machen will oder in welcher 3D-Ansicht. Und da wähle ich jetzt hier den Deckenplan vom OG. OG, Deckenplan, OG. Hier möchte ich das Ganze bearbeiten. So. Und dann sehe ich hier, im Prinzip ist alles okay, bis auf diese Geschichte hier, die schmeiße ich raus. Ja, und das schmeiße ich hier auch raus. Und tue das Ganze hier verbinden mit meinem Stutz, Dehnen und Stutzen. Und muss noch die Spannrichtung noch festlegen. Und die Spannrichtung ist in dem Fall, ist es ja eh mit Stützen. Aber das fällt mir jetzt gerade auf, ist eigentlich total dämlich. Ich kann eigentlich hier oben, da ich das Stützen habe, eigentlich gar keine Geschossdecke reinziehen, es sei denn, ich habe Unterzüge, da müssen nur Unterzüge mit hier ins Spiel kommen. Fällt mir jetzt hier gerade auf, ja. Gut, das müsste man noch machen. Ja, also die Spannrichtung wäre jetzt hier mit Unterzügen. Wo haben wir hier das Spannrichtungswerkzeug? Hier. Und okay, erstmal. Also die Unterzüge müssen noch gemacht werden. Jetzt fragt ihr wieder, sollen die Wände bis Geschossdecke stehen unter Kante, soll man das fixieren? Nein, ich will die Wände nicht an der Geschossdecke fixieren, sage ich ja nein. Aber ausschneiden bietet mir jetzt leider nicht an. Ja, schade. Da muss ich dann noch manuell machen. Schauen wir uns das Ganze nochmal im Schnitt an. Hier ist jetzt unser Geschossdeck und hier ist es eben nie ausgeschnitten. Ja, das müsste man dann noch nachher manuell machen. Das mache ich aber ganz zum Schluss in der Regel. Ja, das mache ich erst, wenn ich das wirklich weiß, ich will nichts mehr groß ändern, dann tue ich halt solche Sachen dann noch bereinigen, dass er mir das hier noch ausschneidet. Deswegen lasse ich erstmal so. Gestützt habe ich deshalb, weil ich hier eine Stahlbetondecke oben eingeplant habe und keine Holzdecke, weil es ist das Problem ist bei der Holzdecke genauso. Und ich brauche noch Unterzüge. Ja, also normalerweise, gut, man könnte eventuell auch sagen, ich spanne das Ganze über diese Länge und ist halt entsprechend groß dimensioniert, dass ich quasi von Außenwand zu Außenwand spanne. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich habe da oben ja wenig Lasten. Die Dachlasten gehen ja direkt über die Dachkonstruktion in die Stützen unten rein. Also theoretisch könnte ich auch sagen, gut, ich spanne einfach von Außenwand zu Außenwand, habe halt keinen Zwischenauflager. Oder müsste jetzt noch Unterzüge einbauen.
Gut, das soll dann nicht weiter stören. Jetzt haben wir hier die Geschossdecken gemacht. Was jetzt noch fehlt, ist noch eine Kleinigkeit, und das sind hier die Balkone. Die mache ich jetzt allerdings in der Draufsicht. Ja, das heißt, ich werde jetzt hier noch diese kleinen Balkone machen, hier dieses die Terrasse und so weiter, diesen Kleinkram. Mache ich bei der Gelegenheit gleich mit. Dazu gehe ich hier nochmal auf eine Draufsicht vom Erdgeschoss. Blende mir jetzt hier über VG nochmal das Rasterbild ein, um zu wissen, was hier noch alles mit noch kommt. Ich glaube, da haben wir noch einen Eingangsbereich. Genau, hier der Eingangsbereich. Und hier noch die Terrasse. Mein Arbeitsebenenraster möchte ich hier noch mit verwenden, um das Apomase zu bekommen. Und gehe jetzt hier auf Geschossdecke. Machen wir das, ist das tragend? Ja, es ist normalerweise selbst tragen, können wir auch nicht tragen nehmen, ist in dem Fall eigentlich egal, weil das Ganze liegt ja auf dem Erdreich auf. Ich mache mal hier tragend. Quatsch. Architektur, Geschossdecke tragen, okay. Dann hier Eigenschaften und Stahlbeton haben wir jetzt hier. Den lassen wir mal, allerdings tun wir ihn duplizieren und machen das nur 15 cm. So, auf welcher Ebene liegt das Ganze auf? Erdgeschoss, Oberkante, Rohdecke, ja, das passt. Dann gehen wir jetzt in den Konstruktionsmodus wieder rein und jetzt habe ich hier verklickt, hier ist er. Und wählen hier Rechteck. Und jetzt nehme ich hier meinen Arbeitsebenenraster und verwende hier einfach dieses und ziehe das jetzt hier auf. Ich will das halt auch wieder an meinem Baurichtmaß festmachen. Jetzt habe ich hier ein bisschen ein Problem, dass er mir hier nicht einrastet. Hier doch. Er rastet mir leider jetzt hier nicht ein, weil jetzt hier die Wand drüber liegt. Das ist ein bisschen doof. Aber gut, dann mach's erstmal so. Und schiebt das Ganze jetzt hier nochmal rein, beziehungsweise blende die Wand einfach mal temporär. Kann ich die ausblenden? Nee, kann ich nie. Und versetzt das Ganze jetzt bis hierher. Also gehe ich jetzt hier auf bis in die Mitte meiner Wand. Wobei, dann habe ich jetzt keine, habe ich eine Kältebrücke drin. Nee, das mache ich nur bis zur Außenwandkante. Die muss ja, genau, die muss ja im Prinzip nie anstehen. Die mache ich im Prinzip nur bis zur Dämmung, genau. Also führe ich das hier, gehe auf Ausrichten, wähle hier die Kante meiner Dämmung. An die komme ich nicht ran, weil das im Prinzip eine schwache Referenz ist. Wenn ich die Tabulator-Taste jetzt drücke, dann springt er mir zu dieser Linie. Das anhand dieser Linie soll er es ausrichten. Und was soll er ausrichten? Diese Linie. Upsala, hat er nie gemacht. Hoi. Also nochmal. Ich gehe also hier auf Ausrichten. Zeige jetzt hier auf meine Wand. Jetzt zeigt er mir immer, zunächst bietet er mir quasi die starke Referenz an. Das ist quasi die Wandmittelachse. Ja. Und wenn ich zur Tabulator-Taste gehe, dann springt er mir jetzt hier rüber und muss hier hingehen. Also hier springt er mir jetzt hierher. So. Und ich möchte diese Linie hier ausrichten. Jetzt haben wir es. Und ich könnte jetzt das Schloss jetzt hier noch aktivieren. Dann würde er mir im Prinzip auch, wenn die Wand sich jetzt ändern würde, die Dämmung größer oder kleiner wird, dann geht im Prinzip hier die Terrasse mit. Ja, sage ich, ja, okay, tu es aktivieren. Jetzt hängt die Linie hier an dieser Kante an. Ich führe quasi Terrasse bis zur Dämmung ran, putze den, führe ich drüber. Den werde ich im Prinzip, ja, jetzt habe ich hier, bin jetzt hier fertig. Die Spannrichtung spielt hier keine Rolle. Das liegt auf der Erde auf. Hätte auch vielleicht Fundamentplatte nehmen können oder so. Es ist in dem Fall ein bisschen so ein Zwischending. Gehe jetzt hier auf. Ah, nee, nee, auf OK gehe ich noch nie. Ich könnte bei der Gelegenheit noch das Ding hier vorne mitmachen. Gehe also wieder auf Rechteck. Wähle jetzt das hier aus. Mache dasselbe Spiel. Ich möchte das wieder im Baurichtmaß haben. Also hier. Gehe ich dann auf Ausrichten, wähle hier diese Linie aus und Tabulator-Taste und die Linie soll er da auch an. Oh, wieder. Also nochmal.
hat er mir jetzt mein. Ja, ein bisschen aufpassen. Er verschiebt mir jetzt hier mein. Was habe ich das hier falsch gemacht? Das ist ein bisschen gefährlich, weil wenn ich auf Ausrichten gehe, habe ich das ja ausgewählt. Das ist sehr, sehr unschön, wenn mir das hier passiert. Also ausrichten, dann hier diese Linie ausgewählt. Diese hier. Und dann habe ich hier diese Rasterlinie erwischt. Und das Dämliche im Revit, das ist echt dämlich. Ich kann dieses blöde Arbeitsebenenraster nicht sperren. Jetzt habe ich mir quasi mein Raster ganze Zeit jetzt hier verschoben. Mein Arbeitsebenenraster. Weil das kann ich leider nicht sperren. Und jetzt habe ich quasi hier das Ebenenraster erwischt, habe das quasi hier ausgerichtet, also neu ausgerichtet. Jetzt stimmt das Raster nicht mehr. Das muss ich dann nochmal korrigieren. Das muss ich eigentlich gleich korrigieren. Weil es stimmt natürlich, jetzt habe ich hier den Fehler habe ich hier oben auch schon gemacht. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen. Das ist echt eine ziemliche blöde Sache im Revit, dass ich das sowieso ein bisschen unschön gelöst mit dem Raster. Und dass es auch noch so ist natürlich noch dämlicher. Jetzt muss ich das Raster nochmal neu positionieren. Dazu fasse ich das jetzt hier an, habe es ausgewählt, gehe auf Verschieben und schiebe jetzt hier diese Ecke wieder hier in den Ursprung rein. Jetzt ist es wieder, liegt es wieder genau im Ursprung. Ja, und jetzt kann ich das hier nochmal neu konstruieren. Und wie gesagt, leider kann man das nicht sperren. Ja, das ist sehr, sehr unschön. Jetzt gehe ich nochmal hier auf Rechteck, mache es hier nochmal neu. Also ich will meinetwegen jetzt hier diese Maße nehmen. So. Und gehe jetzt auf Ausrichten. Wähle jetzt hier mit der Tabulatortaste diese Kante aus. Jetzt aufpassen, dass ich meine Rasterlinie nicht erwische, sondern wirklich diese Linie hier, also die blaue Linie. Und jetzt ist sie quasi dort ausgerichtet, jetzt kann ich sie fixieren. So, super. Wenn ich das habe, kann ich auf OK gehen. Und er hat mir jetzt hier keine Familienspalte nicht geladen, sage ich nein. Sollen die Wände auch nein. So, schauen wir uns das in 3D an. Oh, sind die gerade blöderweise die abgeschnitten, du meinen Schnittkörper ausschalten. Und hier haben wir jetzt quasi unseren Eingangsbereich. Und hier die Terrasse. Ich habe mal dasselbe Material jetzt hier verwendet. Man könnte jetzt bei der Gelegenheit hier noch weitere Schichten hinzufügen. Eventuell das auch noch ein bisschen runtersetzen, hier mit einem Höhenversatz, damit sie meint, wenn sie meinetwegen noch ein Aufbau kommt, wie sie irgendwelche Fliesen und so weiter, das Zuschauen mal jetzt hier schenken, das kann ich später noch machen. Und wenn Sie meinetwegen das Ganze in derselben Höhe haben wollten wie drinne, wobei ich kein Freund davon bin, ja, ich habe das eigentlich, ich würde sogar noch ein bisschen neigen, aber das mache ich dann in der Ausbauphase, dass man da hier noch eine leichte Neigung einbaut, damit halt das Wasser wegfließt vom Haus, hier dasselbe, sofern es überdacht ist und so weiter. Und ich würde auch noch einen kleinen Versatz einbauen, eine kleine Stufe, um halt zu verhindern, dass da hier irgendwie noch Wasser über die Terrasse eindringt. Aber wie gesagt, das mache ich dann im Ausbau, jetzt hier in der Vorplanungsphase. Also in der nicht Vorplanung, sondern in der Entwurfsphase genügt das erstmal, um jetzt hier das vorzubereiten. Also man kann das alles dann noch im Prinzip noch detaillierter modellieren in nächsten Planungsphasen. Okay, machen wir noch schnell hier oben die Balkone im selbe Vorgehensweise. Gehe jetzt hier auf nicht Deckenplan, sondern Oberkante, hier Obergeschoss, hier sehen wir die Balkone. Gehe wieder auf Geschossdecke. In dem Fall sollte es schon tragend sein, weil das Ding schwebt in der Luft. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Den müssen wir jetzt auch hier reinführen. Material. Was haben wir hier? Geschossdecke. Das 15 ist okay. Ja, wir gehen wieder auf Rechteck. Und hier nehme ich jetzt dieses. Mein Baurichtmaß. Und führe das jetzt hier rein. Ich mache das mal so, damit ich jetzt hier das im Baurichtmaß drin habe. Jetzt muss ich mal überlegen, bis wohin führe ich das. Ich muss natürlich jetzt hier, ich führe es bis an die Decke ran. Müssen Sie nur aufpassen, wenn ich jetzt hier das mehr oder weniger, ich muss quasi um 10 cm hier nach rein versetzen. Von hier außen, damit Sie müssen aufpassen, dass Sie keine Kältebrücke reinkriegen. Deswegen habe ich ein bisschen gestutzt jetzt. Da müssen Sie ein bisschen beachten, dass es das jetzt nicht zu bündig ist jetzt mit dem
mit der Geschossdecke. Oder müssen halt auch irgendwas, eine Trennung da einbauen. Und ich würde vielleicht das Ganze noch ein bisschen rausführen hier. Tun wir das nochmal verschieben. Gehe also hier auf Verschieben, verschiebt die Linie hier noch ein bisschen her. So. Und hier gehe ich auf, mache eine neue Linie. Die soll quasi um 10 cm versetzt werden. Im Kern erweitern, also ausgehend von hier. So. Dass ich hier eine Auflagetiefe habe von 10 cm. Jetzt muss ich das Ganze noch ein bisschen bereinigen. Die Linie ist hier überflüssig, die lösche ich raus. Und dann gehe ich hier auf den Stutzen und bereinige das jetzt hier. Die bei Spannrichtung passt. Ja. Jetzt tue ich das Ganze nochmal spiegeln. Markiere jetzt hier die 4 Linien. Gehe auf Spiegeln. Wobei ich mache sogar noch einen Tick größer, sehe ich gerade. Gehe hier nur auf Verschieben und schiebe das Ganze hier auch nochmal raus. Jetzt habe ich hier wirklich so ein schönes Maß. Und markiere mir also diese 4 Linien. 4 sind markiert. Gehe auf Spiegeln. Spiegeln ist hier Achse zeichnen. Ich habe ja keine Spiegelachse irgendwo schon vorhanden. Also gehe ich hier auf Achse zeichnen und muss jetzt hier genau den Mittelpunkt meiner Wand treffen. Um das zu erreichen, gehe ich hier auf Steuerung rechte Maustaste und sage hier Objektfang Überschreibung Mittelpunkt. Und fahre jetzt hier oben ist meine Wand, Mittelpunkt meiner Wand und zeichne jetzt hier meine Spiegelachse. Und jetzt habe ich hier das runtergespiegelt. Man sieht es auch wieder genau im Arbeitsebenenraster drin. So, haben wir noch sonst irgendwas gehabt? Nein, das nach hier oben könnten wir noch. Ne, das machen wir einfach. Das kommt über die Geschossdecke mit. Das habe ich ja schon gemacht. Jetzt gehe ich auf OK. Jetzt wieder Familien, sage ich nein. Und die Wände will ich nicht an die Geschossdecke, sage ich auch nein. Plötzlich wollen wir das ausschneiden. Weiß nicht, und das Jolante ausschneiden, sage ich ja. Ausschneiden möchte ich allerdings schon. Schauen wir uns das Ganze in 3D an. Und so sieht es jetzt im 3D aus. Hier oben die Balkone. Ja, so viel zu den Geschossdecken.